Willkommen zurück bei The Last of Us Remastered. Und wir sind noch immer im Krankenhaus natürlich. Und die Gegner zeigen sich uns immer noch nicht. War das jetzt richtig? Ich glaube schon. Ja, sie wollen sich uns nicht präsentieren. Schau mal, dass wir den finden, der was da hinten sichtbar ist. Der steht da hinter die Boxen. Das sind gleich zwei. Mach jetzt eine Nagelbomben. Das wäre ein Traum. Bin gerade überlegen, ob wir uns da vorschleichen sollten. Das sind ja zwei, oder? Und mit Le Flammewerfer, die einfach weg tun. Ich sehe da schon wieder Bestandteile. Und es geht. Da kann nur was halten. Nein, Joel tut den weg. Ich drücke immer falsch. Das kann man nur herstellen, ein Messer. Ja, machen wir jetzt schnell noch. Was? Joel, Molly? Ist gleich ausgeschossen, ich denke zwar da. Wechseln zum Ellie, passt. Zum Ellie, der ist gut. Was mir deine Frage eingefallen ist. Und er traut sich wieder ein bisschen weiter vor. Die Musik hat noch nicht aufgehört, deswegen glaube ich auch nicht, dass wir es schon geschafft haben. Da haben wir wieder. In your face! Zweimal, sehr gut. Jetzt haben wir die Waffen nicht aufgenommen, was der fallen lassen hat. Letztes Mal, vorletztes Mal haben wir die gekriegt. Aber ist nicht gespeichert worden. Okay, ist jetzt gleich mal einer oder sind es noch mehrere? Wir wissen es nicht. Wir wechseln da auf die 9 mm. Da haben wir Sturmgewehr, ja. Okay, haben wir es anscheinend doch gekriegt. Nehmen wir es halt einmal her. Schleicht sich da um, oder? Nein, Joe, du stehst, warum stehst du denn auf? Der hat mir sehr gut gefallen, mit 4 Schuss. Schauen wir noch, ob wir das aufgenommen haben oder in der Hektik liegen lassen. Okay, haben wir aufgenommen. Ziegel nehmen wir mit. Der hat nichts für uns. Na. Schauen wir noch schnell, ob es da was gibt, was wir sammeln können. Jawohl, den da haben wir vorher gehabt. 22 Schuss, sehr gut. Und da haben wir das Magazin voll. Tape haben wir wieder gekriegt, sehr gut. Und das schaut mir wirklich so aus. Ob das mal dabei schon clean war, da ein bisschen. So. Alles voll. Und nichts kann man herstellen. Nehmen wir eine Flasche mit. Loki ist ja ein Flaschenkind, deswegen steht das auf die Flaschen. Und da schauen wir auch noch schnell rein. Darf schräg aufstehen, Joel, das passt schon. Und ins südlichen Teil wollen wir nicht.
Die haben auch noch Munition liegen lassen. 46. Und jetzt gehen wir in den Westflügel. Lebst du noch? Alter, die haben keine Panzerung. Lauf, 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 lauf. Tick, tack, tick, tack. Oh, lauf, lauf, lauf. Weiter geht's. Hier ist der. Boah, die haben keine Panzerung. Unglaublich. Keine Ahnung, von den 36 Schuss vorher habe ich den ja keine Ahnung wie oft getroffen. Ah, den Hund treffen jetzt, das ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich froh darüber bin, dass ich zuerst die Molly hergestellt habe. Ist ein bisschen nervös, der Junge da. Verdammt, hat er mich gesehen. Es ist anscheinend gleich mal der. Und die Gegner sind jetzt eindeutig besser worden. Ist der weg? Scheint so. Okay, da war das nicht, wo wir sie umgebracht haben. Schauen wir da schon schnell hinter die Mauer. Da durften zwei liegen, oder? Auch nochmal. Und den da haben wir uns geschnappt. El Diablo dreimal, passt. Natürlich nehmen wir den Ellie. Und da nehmen wir Beinhaut. Flamme. Da haben wir ja auch noch was. Und kann den herstellen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das passt gut. Da war ja sonst nichts mehr. Okay. So, ich muss kurz vor 22 Minuten das letzte Mal gespeichert. Ich möchte mal den Erfolg jetzt da einmal ein klein wenig sichern. Deswegen speichern wir das jetzt auch gleich da. Blub. Und da haben wir es jetzt. Sehr gut. Wir nehmen die Ellie wieder, nachladen. Sehr gut. Und da ist echt keiner von denen. Wohl da ist einer, glaube ich, gestorben. Wir können den herstellen. Ja, was kann man denn herstellen? Ich drücke immer falsch. Verbessert den Nahkampfwaffen. Machen wir. Ich glaube, wir sind jetzt schon so weit in dem Spiel, dass man wirklich alles braucht an Verbesserungen. Biohazard Waste. Okay. Alter, hat's mich gerissen, ey. Was ist denn mit euch? Boah! Ach so, Wachs. Reißen dir die Tier auch. Boah.
Negim? Für den beinahe Herzpatschen, hey, da, ich knall jetzt so weg. Ich finde dich, Arschloch! Wo zum Teufel steckst du? Boah, Kopf weg, mega. Ich glaube nicht, dass das der einzige war. Ich hab vor lauter Panik, weil die Tür so schnell angegangen ist, nicht gesehen, wie viel einer kann sein. 30 Schuss, 34, ja, den haben wir leicht dezent erwischt, haben wir den. Okay, da geht's nicht weiter. Da ist noch was. Ist das Gesundheit, bitte? Na, 5. Ah, sorry. Ich weiß, das ist jetzt zwar ein bisschen langweilig, aber mir ist gerade was geschossen. Geschossen heißt eingefallen. Ja, aber wo? Wo das war? Na, ja, nimm mal den Zegel mit, ist ja wurscht. Da war irgendwo noch Gesundheit. Ich glaube da. Da hinten war Gesundheit. Ja, besser wie nix. Denn so rosig schaut es nicht aus. Wir haben zwar relativ viel Leben, aber nicht über drüber. Ist das sein Kopf eigentlich da? Nein, aber sein kleines Helmi. Legano Stuff, das ist sehr gut. Und wir können herstellen Medi. Natürlich. Und da ist nachher nichts mehr, oder? Ne. Der war sehr gut, Joel. Ja, da geht's nicht weiter. Finden wir noch was? Nein. Und ich schau schnell. Gespeichert hat, da Auto speichern. Das gefällt mir. Das heißt, wir fangen da nachher wieder an. Sollte was schief gehen. Da ist ein Generator. Aber für was? April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte. Ja, Sie stehen vor einem Meilenstein und ich stehe vor Abschluss der Folge und sage natürlich wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da, einen Kommentar oder ein Abo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Last of Us Remastered wieder im Krankenhaus.